Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen. Weiter geht's. Neue Saison, neues Spiel, neues Glück. Die Saison 24/25 startet mit der ersten Runde im DFB-Pokal. Ja, wie ihr sehen könnt, wir haben Losglück. Wir müssen ran bei Sportfreunde Lotte oder bei den Sportfreunden aus Lotte. Bevor wir aber ins Spiel selber gehen, möchte ich euch natürlich zeigen, was alles so im Verein los war, bezogen auf Kaderumbruch, der natürlich nicht gerade klein war bei den Abgängen, die wir hatten. Dementsprechend mussten wir auch den Kader umbauen. Einige neue Spieler sind dann hinzugekommen. Die Vereinsstruktur hat sich etwas geändert. Die Vereinszielsetzung ist natürlich erwartungs oder die Erwartungen im Verein, im Vorstand sind natürlich andere, nachdem wir jetzt im letzten Jahr die Liga beendet haben auf den dritten Tabellenplatz. Starke Aufsteiger sind hinzugekommen, aber ich würde sagen, eins nach dem anderen. Wir beginnen jetzt erstmal mit den Vereinszielen. Und zwar, ja, Vereinsziele. Da sehen wir, das Optimum aus Standardsituationen sollen wir rausholen und intensives Pressing spielen. Das ist so die Vereinskultur, die dort vorgegeben ist. Also eigentlich nicht viel Neues ist hinzugekommen, außer halt die Sache mit den Standardsituationen. Das Gehaltsbudget soll natürlich weiterhin eingehalten werden. Also keine verrückten Dinge und auch das Gehaltsgefüge soll natürlich so gesehen, ne, aus dem logischen Sinn, nicht zu viel durcheinander gewürfelt werden. Dann der Haken wird ziemlich schnell gesetzt sein nach der Quali-Runde. Wir sollen in der Hauptrunde der Champions League oder wir sollen einfach die Champions League Hauptrunde erreichen, was wir ja tun, sobald die Quali-Phase abgeschlossen ist. Aber statt der Etablierung in der Bundesliga, was auch gleichzeitig natürlich den Abstiegskampf so gesehen zu überleben gilt, oder halt man sollte ja halt den Abstiegskampf in Anführungsstrichen gewinnen und nicht absteigen, sollen wir uns jetzt in der Mittelfeld oder im Mittelfeldbereich etablieren oder da halt dort halt abschließen. Also im Bereich von Platz 8 bis 12 kann man so sagen, ist da die Zielsetzung. Zudem sollen wir konkurrenzfähig sein im DFB-Pokal. Ich denke mal, vorher war man ja immer ganz zufrieden so mit der zweiten Runde. Hauptsache man stirbt nicht den Überraschungstod oder den Favoritentod, sage ich jetzt mal, besser ausgedrückt eigentlich, ne? Das passt dann schon eher, sondern ja, so ich denke mal, man wäre ganz glücklich, wenn wir Minimum das Achtelfinale erreichen. Noch weiterhin bezogen auf den Verein selber sehen wir die Vereinsstruktur, die ist etwas schlechter geworden. Einfach liegt einfach daran, dass die Einrichtungen veraltet sind, wurde so eingestuft. Deswegen erstmal in der Gesamtbewertung von sehr gut auf gut abgewertet, aber da habe ich schon Gegenmaßnahmen ergriffen. Eine Anfrage an den Vorstand ist rausgegangen, die wird genehmigt. Spätestens im Herbst sind wir wieder auf dem Zustand von sehr gut in beide Richtungen, also Jugendeinrichtungen sowie Trainingseinrichtungen. Sollte das abgeschlossen sein, habe ich, sofern es der Kontostand hergibt, also das Budget hergibt, werde ich da nochmal nachlegen und auch da nochmal weiterhin ausbauen lassen. Was sich aber eigentlich an und für sich ergibt, und zwar, wie ihr sehen könnt, wir sind an und für sich reich. Also der Kontostand, der sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Wir sind im oberen, ja, wir haben halt 51 Millionen auf der Habenseite, ne? Dann kommen jetzt noch die Teilnahmegebühren an der Champions League selber, sobald der Liga-Modus startet. Fernsehgelder etc. kommen noch rein. Merchandise wird steigen. Die Reputation wird natürlich nicht explodieren vom Verein, aber wir werden schon den einen oder anderen Euro durch die Champions League-Saison mehr einnehmen und dadurch denke ich schon, dass wir da so 5 bis, ja eigentlich so um die 5 Millionen Euro nochmal locker haben werden, um eventuelle Vereinsgelände in verschiedenen Abteilungen nochmal ausbauen zu können und das eben gerade angesprochene dann nochmal weiter hochziehen zu können. So, geht Schlag auf Schlag, aber wir haben viel, viel Holz vor der Hütte, kann man auch sagen. Also, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den Abgängen an. Da muss man aber auch bedenken, die werden, warum auch immer, nicht alle aufgelistet, auch nicht im vergangenen Sommer, wie man hier sieht. Also die Abgänge, ja, man sieht höchstens die Zugänge als Leihspieler per se, aber wir beziehen uns jetzt auf den aktuellsten Stand, nämlich halt den Sommer 2024, so gesehen. Wir haben ja hier den 10. August. Zu den Abgängen erstmal sehen wir hier, Luca Bernstorff und Mohamed Mahmoud sind ablösefrei gewechselt. Zwei Talente oder zwei Jugendspieler, mit denen wir nicht weiter geplant haben, obwohl Mohamed Mahmoud der treffsicherste Stürmer war, aber ist halt zu verschmerzen aufgrund seiner Entwicklungsfähigkeit, die dadurch nicht so gegeben ist. Danilo Soares hat den Verein ablösefrei verlassen Richtung Brasilien. Der bisher lukrativste Verkauf, wenn man so möchte, ist Noah Losli gegangen nach Hannover oder gewechselt nach Hannover für 1,1 bzw. 1,3 Millionen plus Bonuszahlungen inbegriffen. Öhrmann, Panevich und Bosiskovic wieder zwecks Spielpraxis verliehen.
Bei Oermann habe ich mich dann doch unentschieden, ihm erstmal dann doch mehr die Möglichkeit geben, zugeben, sich durch mehr Spiele sich eventuell besser zu entwickeln. Hinzugekommen, nee, nicht so schnell. Dann muss man aber noch bedenken, es hat noch Michael Esser den Verein verlassen, ablösefrei, kommt noch oben drauf. Und on top natürlich unsere Leihspieler anhand sechs Stück an der Zahl, also ein halbes Dutzend Leihspieler, sind wieder zurück. Opoku, Schlotterbeck, Serbin, Baro, Ordets, Paciencia wieder zurück zu ihrem Verein. Ordets in Anführungsstrichen zu seinem Verein, der ist aber jetzt aktuell vereinslos. Aber ja, ich habe ihn doch nicht verpflichtet, also habe mich dagegen entschieden. Wir hatten zu Beginn ein Transferbudget von 37 Millionen Euro. Wie ihr sehen könnt, habe ich ordentlich rausgepfeffert. Drei Spieler, drei Neuzugänge plus einer auf Leihbasis, aber eins nach dem anderen. Tyrese Campbell, ablösefrei gekommen von Stoke City. Nico Galesic, so in der Abwehr. Auf jeden Fall erhoffe ich mir da viel von ihm. Für die rechte Seite oder zentral, aber eigentlich so zum Beispiel in der Dreierabwehrkette auf der rechten Seite eingeplant. Große Konkurrenz gehabt in der Vertragszeit oder im Vertragspoker seitens Juventus Turin und AS Rom, haben uns da durchgesetzt. Auch eingeplant als Schlüsselspieler. Ne? Also das wird kein Bankdrücker werden. Sefuik ist unser Backup für Paslak. Also der wird auf lange Zeit oder geplant Osetutu verdrängen. Der zwar so wie Sefuik auf beiden Seiten einzusetzen ist, auf beiden Abwehrflügeln, aber Osetutu ist so wie Gerrit Holtmann nach wie vor. Oder Holtmann war ja frühzeitig schon ein Verkaufskandidat, da hat leider Antalya die Kaufoption nicht gezogen. Und Osetutu hat sich aufgrund der Kaderbreite und der Kaderdichte so herauskristallisiert, dass er dann halt ja, auf die Verkaufsliste gelandet ist letztendlich. Hat sich bisher noch nichts ergeben, aber da bin ich auf jeden Fall gesprächsbereit. Myron Bouadou, ein Schnapper insgesamt für seine Werte, die er hat, für 4,7, 4,7 war es, ne? Ja, 4,7 beziehungsweise mit Bonuszahlungen 6,75. Wie ihr schon sehen könnt, ein sehr schneller Mann mit einem guten Dribbling an und für sich. Also für unsere Vereinsstanding, sage ich mal so, also für die Größe des Vereins selber ist das ein richtig guter Transfer, vor allem für das Geld selbst, vor allem, wenn ihr seht, der Transferwert mal direkt gestiegen, seit er hier ist auf 17,5 Millionen Euro. Also ist halt super, ne? Fast vervierfacht, nur dafür, dass er jetzt hier ist, so gesehen. Ja, einsetzbar auf beiden Flügeln, aber von mir eingeplant eigentlich als Stoßstürmer neben Hofmann, Jan-Niklas Beste auf dem linken Flügel einzusetzen oder ja, wenn es drauf ankommt oder wenn ich Bock habe auf einen offensiven Außenverteidiger, kann auch hinten eingesetzt werden in der Viererkette oder Fünferkette. Aber eigentlich als offensiver Flügelspieler eingeplant und soll durch seine Aggressivität und auch durch seine Standardstärke bzw. durch sein Flankenspiel natürlich den Flügel links mehr beleben, ja, als vorher war. Wir hatten ja so unsere Baustelle auf der linken Seite, ne? So in die Richtung Serbin, Asano und Quarteng gucke ich da hat ja keiner richtig überzeugt. Lucas de los Santos ist der legitime Nachfolger in Anführungsstrichen. Auf Stöger oder für Stöger, dazu komme ich gleich noch, aber auch so ein aggressiver balleroberner Mittelfeldspieler, der aber auch ein Potenzial dazu hat, das Spiel zu machen, zu leiten. Und ja, Stöger, da hatten wir auch unsere Probleme in der Kaderbreite, dass wir per se nicht so wirklich einen Ersatz hatten für Stöger selbst. Und ja, da ist er, auch als Schnapper zu bezeichnen, wenn man preislich sieht. Für 750.000 Euro gekommen, Bonuszahlung obendrauf, könnte das dann noch anwachsen oder ansteigen auf 1,2 Millionen. Das ist völlig in Ordnung. Esser ist ablösefrei gegangen, wie erwähnt. Daher brauchten wir einen neuen Ersatztorwart. Etienne Green gekommen von AS Saint-Étienne für 1,6 Millionen Euro. Das scheint jetzt per se erstmal ziemlich teuer zu sein für einen Ersatztorwart, aber ist nicht der älteste Spieler, also ein junger, entwicklungsfähiger Torwart, der, wenn er sich gut entwickelt, auch Manuel Riemann beerben kann. Da ist dann natürlich das Rennen offen, aber wenn er sich gut macht, warum nicht, ne? Dass er dann in 2 Jahren zum Beispiel oder 3 Jahren dann die Nummer 1 ist beim VfL, dann der Königstransfer in diesem Sommer, auch der teuerste für 7 Millionen Euro, beziehungsweise ihr seht ja immer in Klammern die Bonuszahlung, die eventuellen, in dem Fall die 8,25. Patrick Pfeiffer in der Zentrale fest eingeplant, auch beidfüßig, also könnt ihr jetzt in der Dreierabwehrkette auf links oder rechts auch ausweichen. Und vor allem sehr starker, sehr schneller, aber auch sehr kopfballstarker Spieler. Und das ist ein sehr guter Ersatz so gesehen für Ivan Ordets, der in der Hinsicht gerade in der Rückrunde in der Mitte gesetzt war. Dann haben wir hier Brian Okoh, Backup für
Bernardo, mit dem gibt es zwar leichte Probleme, aber wie gesagt, da komme ich gleich dann zu. Nelson Weiper ist der lange gesuchte Ersatz als T-Spieler für Torben Hofmann und auch der kann ich mir vorstellen, wird auf lange Dauer Torben Hofmann auf der Position ersetzen. Der wird ja bald 31, Hofmann, und dann ja, 2, 3 Jahre und dann geht es langsam, sage ich mal, von der Entwicklung und von dem Potenzial her in den Minusbereich. Und der einzigste Leihspieler bis dahin, das kann sich natürlich noch ändern, aber bis dato Aaron Zehnter, unser Backup für links hinten hinter Wittek oder im Zweikampf mit Wittek auf dem linken Flügel hinten. Interessanter, talentierter Spieler. Hab keine Kaufoption, aber naja, man wird sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Wenn er halt überzeugt komplett und die Leihe ist beendet, mal schauen. Vielleicht ist es jemand, den ich dann auch versuchen werde, fest zu verpflichten. Warum nicht? Sag ich mal, so wie es ist, ne? So, wie gesagt, Schlag auf Schlag. Das geht hier zacki zack. Taktischer Stil ist der gleiche. Wir spielen weiterhin noch Gegenpressing, aber wie ihr sehen könnt, die Formation, die hat sich geändert. Diese hier, das wird so unsere Heimformation, sage ich jetzt mal, sein oder gegen Mannschaften, wo ich sage, da können wir was reißen, da verstecken wir uns nicht zu sehr. Dann werden wir mit dieser offensiven Formation antreten. Ich sehe gerade nur hier, das passt nicht ganz. Boschinski und Beste müssen noch den Flügel tauschen, aber so kann ich es mir per se vorstellen. Das ist jetzt nicht die beste Aufstellung, da wird noch an einer oder anderen Stelle ein Wechsel stattfinden, aber so kann ich mir vorstellen, wenn wir jetzt gleich ins Spiel gegen Sportfreunde Siegen gehen. Das wäre die zweite Überlegung, die ich habe. Und ja, auch wieder eine neue Formation mit einem Stürmer, aber wieder mit einem offensiven Mittelfeldspieler und auch Flügelspiel. Das gibt der Kader halt einfach her. Und eine andere, in meinen Augen, irgendwie vom Kader her, den wir von der Kaderbreite per se, die wir da haben, die beste Alternative oder beste Variante mit Fünferkette, dass trotzdem einer hinter den beiden Stürmern, also ein offensiver Mittelfeldspieler, unterstützt die beiden Stürmer, die dann nicht mehr so alleine sind, werden nach wie vor natürlich noch unterstützt durch unsere Flügelspieler, aber dadurch haben wir eine offensivere Variante mehr, zum Beispiel im Vergleich mit dem 4-3-3, wo wir dann ja, halt hier ein Dreieck hatten, das ist dadurch ein bisschen auseinandergezogen, zwar immer noch leichtes Dreieck, aber ja, mehr in die Länge gezogen, so gesehen. Ja, und das ist eigentlich auch die Formation, sag ich mal, wo ich mir vorstellen kann, so werden wir überwiegend in der Champions League antreten. Und das ist so die ausgewogene Variante. Also, wie ihr sehen könnt, wir möchten schon ein bisschen mehr die Offensive zeigen oder uns mehr von der offensiveren Variante zeigen. Offensiveren Seite, so hört sich es am besten an. Und nicht mehr ganz so defensiv stehen. Kann sich natürlich noch ändern, aber das 4-2-4 und das 5-2-1-2 sind eigentlich so beide die zwei Formationen, die fest eingeplant sind. Die Crew an der Geschichte ist eigentlich, dass das 4-2-3-1 in den Testspielen per se auch eigentlich sehr gut funktioniert hat. Das ist die einzigste Sache bisher in dem Verlauf der Vorbereitungsphase, wo ich nur nicht ganz so sicher bin. Ist vielleicht nicht so geil und vielleicht nicht so optimal, weil wir halt einen großen Umbruch, wie schon gerade gezeigt haben. Der Kader muss sich noch, sage ich mal, kennenlernen. Ne? Also die ganzen Automatismen per se, die Spieler selber, die Abläufe, die müssen noch alle rein. Und das ist vielleicht nicht ganz so praktisch, ständig die Grundausrichtung, die Formation ständig zu ändern. Aber ich erhoffe mir das schon, dass das nach der Zeit sich legt, weil unsere Achse ist per se im Großen und Ganzen ja beigeblieben mit Hofmann, Stöger und Riemann. Okay, da ist jetzt noch vielleicht ein Paslak, der also jetzt da, der noch auch zur Achse zählt. Da fehlt vielleicht ein Innenverteidiger, der sich so als Leader herauskristallisiert. Aber da habe ich dann halt Galesic und Pfeiffer im Hinterkopf oder halt im Fokus, die dann auch im übelsten Fall, falls es gar nicht läuft, dann halt auch nebeneinander verteidigen. Ne? Weil Stichwort Pfeiffer, Beidfüßigkeit, dann halt Pfeiffer auf der linken Seite und Galesic auf der rechten sind eigentlich so im Kopf, im Gedächtnis auf jeden Fall. So die Kronenverteidiger, sage ich mal, die wirklich fest eingeplant sind. Osterhage möchten wir mehr fördern. Der Los Santos und Loisilla sind da mehr so die Backups, ne? Oder halt in der defensiveren Variante kann ich mir vorstellen, Stöger nach vorne zu ziehen. Oder Daschner spielt dann, Stöger bleibt dann auf der Bank. Das ist ein Thema, da komme ich gleich noch zu. Und dann halt Loisilla neben Osterhage etc. Wäre eine defensivere Variante in der Hinsicht. Dann so Mannschaftsinternes haben wir einen kleinen Brandherd oder eher gesagt zwei, drei kleinere Brandherde, einen größeren, zwei kleine, die sich da leicht beheben lassen. Kommen wir erst zu den kleineren. Ejan Marsovic
ist unzufrieden mit seinem Vertragsstatus, möchte natürlich mehr Gehalt oder was heißt natürlich, aber halt anhand der Leistungen und weil er halt in der letzten Saison schon viel gespielt hat, möchte er seine Leistungen angepasst bekommen. Sollten die Gespräche scheitern, habe ich zwei Varianten der Lösung. Also für den Fall beide, dass er geht. Entweder hole ich einen Spieler auf Leihbasis. Da wäre zum Beispiel so ein Thomas Araujo Thema von Benfica Lissabon. Habe ich natürlich auch schon auf die Leihliste, auf die Beobachtungsliste gesetzt oder halt den verliehenen Spieler Tim Öhrmann würde ich halt zurückholen. Wie ihr sehen könnt, bisher läuft das sehr gut bei ihm in Braunschweig, wo er hingewechselt ist und spielt dort stark. Natürlich passend auch mit dem System, mit der taktischen Ausrichtung. Braunschweig spielt auch Gegenpressing. Da passt das natürlich wunderbar. Ein weiterer Spieler, wo auch das erste Gespräch schon gescheitert ist und hier seht ihr, er ist aktuell auch sehr unzufrieden. Ja, möchte auch mehr Gehalt haben, einen anderen Verein, eine andere vereinbarte Einsatzzeit. Also er möchte mehr als Schlüsselspieler angesehen werden. Per se kein Problem, weil Okoh ist er sowieso der Backup für ihn. Aber wenn sich es nicht regelt vernünftig und er, sag ich mal, mit einer Gehaltsforderung weiterhin kommt von 2,1 Millionen, da bin ich halt nicht bereit, das bin ich nicht bereit zu zahlen. Also so 1, 2 können wir reden als Schlüsselspieler. Alles andere könnte sein, dass er wie Masovic vielleicht noch den Verein verlässt und wir müssen danach justieren. Dann, wie gesagt, vielleicht kommt irgendwann zurück. Vielleicht lasse ich es auch so, gehe ein bisschen ins Risiko und hole nur Araujo und ja, hole mir dann irgendwann, wenn wirklich Not am Mann ist, dann erst zurück. Aber zwei gehen vielleicht aus der Innenverteidigung, einer würde kommen, aber nur auf Leihbasis. Eine andere vernünftige Alternative habe ich bisher nicht gefunden. Wie gesagt, auf Abgangsseite Osei Tutu könnte noch gehen und Gerrit Holtmann, der zwar aktuell noch verletzt ist, aber sollte es dazu kommen, dass ich den verkaufen kann, würden hier insgesamt, hoffe ich mir zumindest noch mal so um die 3,5 Millionen, vielleicht mit Glück 4,5 Millionen per se aus den beiden Verkäufen noch reinkommen. Wie gesagt, wie ihr sehen könnt, der Kader sieht etwas aufgebläht aus, liegt aber auch daran, dass hier Talente mit trainieren. Ne, also hier so ein Boafo oder so ein Kurt, die lasse ich halt bei den Profis nach wie vor mittrainieren, damit die sich besser entwickeln und die werden dann immer an den etwaigen Spieltagen abgestellt. Ja, schauen wir uns mal kurz die Testspielphase an. Also überwiegend eh, wie ihr schon sehen könnt, also Gegner aus den unteren Regionen so gesehen. Also selbst hier, das ist kann ich jetzt nicht so richtig übersetzen, aber ich würde so schätzen, dass es sowas in der Richtung Regionalliga Südwest so, nur halt aus Italien. Also sollte man nicht überbewerten, die Ergebnisse, nur ein Gegentreffer im Juli in den Testspielen. Das war alles überschauliches Niveau, ne? Also da wurde man nicht wirklich viel gefordert und auch auf den Prüfstein gesetzt. Dann Leipzig gegen den amtierenden Meister sah schon anders aus, das Spiel. Das war auch echt zum Vergessen. Also das war einfach nicht gut. Was hier zu erwähnen ist, zum Beispiel das Spiel gegen Inter Mailand, weckt auch Hoffnungen in Bezug auf die Champions League. Da haben wir praktiziert mit einem 4-2-3-1. Deswegen, das ist das, was ich meinte, an und für sich hat das sehr gut funktioniert oder hat die Formation sehr gut funktioniert. Inter jetzt nicht unbedingt auch mit einer B-Mannschaft angetreten, sondern schon mit voller Kapelle. Und ja, da dachte ich schon echt, okay, in der Frühphase gegen Inter, die zwar auch bis dahin garantiert noch nicht bei 100% sind, aber es läuft gut. Ja, Sport vor der Lotte, wie gerade gesehen, wird das erste Spiel im Pokal sein. Champions League, da läuft noch die Quali-Phase. Und kommen wir noch schnell zum Spielplan. Die Saison, die beginnen wir prickelnd und aber auch gleichzeitig spektakulär. Und zwar mit einem Heimspiel gegen FC Bayern. Also es kann auf eine Art nicht schlimmer kommen, aber auch gleichzeitig ist es die Chance, vielleicht die Bayern am verwundbaren Punkt zu erwischen, dass sie selber noch nicht bei 100% sind und vielleicht können wir da was reißen. Dann müssen wir nach Heidenheim, dann zu Hause gegen Gladbach, die garantiert ganz andere Ambitionen haben oder halt bezogen auf die letzte Saison, wo sie nur 15. geworden sind, ne? Die wollen es wissen. Da bin ich mir sicher, die werden garantiert Gas geben. Dann Europa League-Teilnehmer Augsburg und dann gegen den Meister RB Leipzig. Also das wird die ersten 5 Spieltage, ich meine, ihr seht hier die restlichen auch, aber auch bezogen auf den Saisonstart, das wird schon heftig. Das wird nicht ohne. Drei Mannschaften, die europäisch dabei sind, haben wir als Gegner. Dann Heidenheim, die lagen uns im letzten Jahr eh noch nicht so gut. Also dass auch da wird einfach abzuwarten sein. Vor allem Heidenheim hat letztes Jahr eine sehr starke Saison gespielt. Also die waren echt sehr stark dabei, zwischenzeitlich ja auch im Rennen um die Conference League und hatten aber überwiegend fast mit einem Abstieg nichts zu tun. Und ja, wie gesagt, das wird ein heißer Tanz, zumal die Aufsteiger ja
heißen Schalke, Hamburg und Hertha BSC Berlin. Das heißt, ne, Niveau ist noch ordentlich dazugekommen. Können uns ja noch mal ganz kurz die Erwartungen oder den medialen Tipp ansehen. Wir haben uns einen besseren Ruf erarbeitet. Insgesamt sind jetzt vom 17. auf den 15. Platz hochgestiegen. Also man traut uns den Klassenerhalt durchaus zu, den direkten. Aber wir bleiben trotzdem noch eine kleine Mannschaft innerhalb Deutschlands. Also diese eine Teilnahme an der Champions League lässt uns jetzt nicht in den Erwartungshaltungen explodieren, sage ich mal, ne? Dass wir jetzt irgendwie hier als, oh, der VfL ist dauerhafter Kandidat für die europäischen Plätze. Nein, nein, man erwartet schon, dass wir unten reinrutschen, aufgrund natürlich auch des neuen Kaders, aber halt auch einfach der Vereinsreputation. Wir sind halt immer noch nach wie vor der kleine VfL, ist einfach so. Ja, nochmal kurz zurück zu dem Kader. Ich hatte jetzt, mir ist gerade aufgefallen, dass ich drei Brandherde angesprochen hatte, aber nur zwei gezeigt habe. Der dritte und auch größere in der Hinsicht ist erneut Kevin Stöger. Wie im letzten Jahr ist er so ein bisschen der Unruhenherd in der Mannschaft selber. Diesmal möchte er zu einem größeren Verein. Im letzten Jahr war es ja die Vereinsstruktur, die er ein bisschen kritisiert hat, bis er sich dann umentschlossen hatte und dann doch den Vertrag verlängert hat. Dieses Jahr ist es halt der Wunsch nach einem größeren Verein, ausgerechnet in der Saison, wo wir in der Champions League antreten. Ein bisschen schade, ist halt ein sehr wichtiger Spieler per se. Zu Vertragsverhandlungen ist er dementsprechend natürlich nicht bereit. Und von daher ergibt sich dann die Chance oder die Situation entweder Variante A, wir setzen ihn auf den Transfermarkt und jemand zieht die Ausstiegsklausel, also ja, oder zahlt mehr, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Wenn, dann denke ich mal, wird der Verein sagen, wieder so ein bisschen unter dem Preis aufgrund seines auslaufenden Vertrages, oder jemand zieht die Klausel, ich schätze aber mal eher, wenn dann, wenn Vereine kommen, wenn die so um die 5 Millionen bieten, halt sagen, pass auf, der Vertrag läuft aus. Wir können ihn auch im nächsten Jahr ablösefrei holen. Auf jeden Fall, dass ich ihn dann so gesehen in Anführungsstrichen loswerde, weil ja, der Transfermarkt hat, wie er erwähnt, ja schon zwar noch offen, aber halt die Frage ist, wie lange in der Hinsicht hat er dann die Meinung, dass er zum größeren Verein wechseln möchte. Wir müssten schon, glaube ich, richtig gut in die Saison starten, dass er da vielleicht ein Umdenken hat oder dass er vielleicht ein Umdenken einsetzt. Tendenziell sage ich echt, die Alternativen, die ich habe, die könnten auf Dauer besser sein, weil sie halt auch im Schnitt so um die 5 Jahre jünger sind wie er, fast das gleiche Niveau haben. Es kann echt sein, dass er in diesem Sommer noch geht und wir einen neuen Spielmacher bekommen. Ist zwar auch wieder eine Risikosache, so eine Stütze, so einen wichtigen Spieler, der auch in der Vereinshierarchie weiter oben ist, ne? Also der auch schon sein Standing hat, den abzugeben, zu verlieren und dann halt einen Spieler neu hinzuzubekommen, der eventuell auch dann auch aus dem Ausland kommt, sein erstes Jahr in der Bundesliga hat, etc. Das kann natürlich schon ein Risiko sein, aber ja, wir haben eventuell keine andere Wahl einfach, ne? Wir müssen da handeln, weil ansonsten verlieren wir halt einen Spieler, der einen relativ hohen Marktwert hat, ablösefrei. Könnte natürlich auch eine Variante sein, dass wir da sagen, wir ziehen mit ihm durch. Ja, wird schwer genug und da brauchen wir solche Stützen im Kader, dass wir das Risiko eingehen und sagen, entweder überzeugen wir ihn im Laufe der Saison, dass wir sagen, pass mal auf, wir sehen kannst, wir entwickeln sich von uns von Jahr zu Jahr besser und besser, dass er da auch wirklich eingeplant ist. Oder halt, wir sagen, okay, dann gehst du halt ablösefrei, aber du bleibst auf jeden Fall dieses Jahr noch Spieler vom VfL. So, damit ist eigentlich auch alles gesagt und gezeigt, etc. Alles ist rausgehauen meinerseits. Wir können insgesamt eigentlich ins Spiel gehen. Von der Formation her, wollte ich sagen, sieht es folgendermaßen aus. Also, wir werden auch genauso offensiv antreten, wie ich angesprochen hatte. Wollen natürlich direkt zeigen, wer Herr im Haus ist und ja, versuchen relativ souverän die nächste Runde zu erreichen. So, ich muss noch kurz was umstellen. Entscheidende Highlights. Achso, das, nee, das war richtig. Okay, dass wir hier nur echt die Top-Momente haben. Und da haben wir auch schon ein Beste beim Eckball. Oh, ein Pfeifer. Pflichtspieldebüt und direkt Pflichtspieltreffer Numero Uno für unseren Neuzugang. Patrick Pfeifer. Nach 2,5 Minuten trifft er. Beste auch mit dem ersten Assist beim Eckball. Da kann Beckemeyer ja nichts mehr machen. Da finden wir schon. Oh, 6. Minute jetzt Wittek beim Freistoß.
Hey. Ja, ich denke mir gerade, das ist noch ein bisschen wild eingestellt, ne, von den Testspielphasen. Da muss ich nochmal gleich nachschauen. Hat mich jetzt gerade gewundert, warum Wittek den Freistoß schießt. Und ich Stöger. Sefuik. Hofmann 2-0. Auch Sefuik mit dem ersten Assist. Und Hofmann trifft zum ersten Mal. Letzte Saison noch 18 Pflichtspieltreffer. Hier startet er direkt im ersten Spiel mit dem ersten. Sehr schön auf jeden Fall. Nach 10 Minuten eigentlich schon der Drops gelutscht. Ne? Muss man so realistisch muss man schon sein. Sollte jetzt eigentlich nicht mehr viel anbrennen. Da geht auf jeden Fall gut los. Beste wieder. Beim Eckball. Boah, du, Beste. Zieht selber drauf und trifft. Okay. Also der Start ist auf jeden Fall schon mal Bombe. Boah, du raus, wie man nochmal schön sieht. Schönes Auge. Und Beste in bester Robben-Manier. Ein Tor, ein Assist schon mal. Oh, sie fliegt. Schöner Pass. Ah, boah, du im Abseits. Weckt da natürlich direkt erstmal Quateng-Erinnerungen, ne? Ständig im Abseits im letzten Jahr gewesen. Oh, nicht im Konterlaufen hier. Und Co. Pfeiffer aber beide zur Stelle. Beides schnelle Innenverteidiger. Da hatte ich echt den Fokus drauf gelegt, dass wir dann bei Steckpässen, bei Steilpässen nicht so anfällig sind. Und da die verlorenen Meter schnell wieder wettmachen können. So gesehen, wieder Beste. Befreiungsschlag. Direkt die nächste Angriffswelle. Wittek. Flanke rüber. Broschinski an die Latte. Und jetzt vielleicht der Konter. Geht direkt weiter. König. Ja, verliert den Ball. Und da ist dann Ruhe im Spiel erstmal. Broschinski mit der gelben. Oh, das gibt Elfmeter. Ich glaube, den lassen wir Stöger schießen. Schauen wir mal nach. Gelassen, zuversichtlich. Ja, komm. Geben wir mal Boadu die Chance. Auch mal dort zu schießen. Um auch mal zu schauen, ne, dass wir nicht ganz so abhängig sind von Stöger. Wie sicher Boadu bei Standards ist. Ja, souverän versenkt. Einfach auch für den Fall, dass wir da schauen können, falls Stöger wirklich den Verein verlässt. Ja, aber komplett souverän verladen. Ui, wieder Latte. Keine halbe Stunde gespielt, ist ein richtiges Feuerwerk, was hier abgefeuert wird. Wieder Latte und 5-0. Endlich trifft er Broschinski. Dritter Versuch, zweimal Aluminium, jetzt aber abstauben. Aber wie schon in der Testspielphase, ne? Also sollte man jetzt nicht zu sehr überbewerten. Die richtigen Gegner, die kommen noch.
Jetzt zum Beispiel, ne, erste Saison, erster Spieltag, erste Saison sage ich schon, naja, aber erster Spieltag gegen Bayern zu Hause, ja, das wird schon mal die erste richtige Prüfung. Gedeck, aufmerksam. Auf Pfeiffer. Schön gesehen von Buschinski, Hofmann. Und da war schon mal das halbe Dutzend voll. Oh, Elfmeter. Elfmeter für Lotte. Niemand der Elfmeter-Killer. Mal gucken. Gegen Kischka. Ja, der ist drin. 6 zu 1. Der Ehrentreffer in Anführungsstrichen. Platzierter Elfmeter. Ja, aber erste Halbzeit läuft, ne? Da brauchen wir jetzt auch nicht viel mehr machen. Oh, nochmal eine Chance. Und das 7-1. Patrick Pfeiffer mit dem Doppelpack. Also im ersten Spiel würde ich sagen, holen wir auch schon mal das Maximum aus den Standards raus. So gesehen, Beste sticht auf jeden Fall hervor als richtig starker Standardschütze bei den Eckbällen. Ja. Da kann man nicht meckern. Also Beste bis dahin auf jeden Fall ein super Debüt. Boah, du vielleicht ein bisschen unauffällig, kann man sagen. Sagen du jetzt ein bisschen Belastungssteuerung. Jetzt haben wir echt so viel Qualität, da weiß man gar nicht genau. Per se, wenn es gut läuft, wen er da reinschmeißen sollte. Ich glaube, ich würde sagen, wir gehen erstmal rein in die zweite. Schauen wir gleich mal nach, wer so halt die ersten Spieler sind, die konditionell nachlassen. Wieder Beste. Beckenmeier aber diesmal da. Pflückt den Ball runter. Der Ball. Aber keine Chance. Den hat Riemann sicher. Der Bali außerdem, nicht der Ball. Jetzt kann man es eigentlich auch ganz entspannt runterspielen. Und gleich mal durchwechseln. Ah, schade. Aber auch zu viel Risiko im Spiel. Schön gesehen, Broschinski. Und das 8 zu 1. Sehr früh, wenn ich das jetzt richtig sehe.
Auch mit seinem zweiten Assist. Also ganz schöne Liste hier, ne? Dritte, ne, doch zweiter Assist. Oder? Ja, eins, zwei. Zweiter Assist. Dann schauen wir mal nach, was wir hier so machen können. Jetzt wird es aber Zeit, doch. Toto, bringen wir mal für Osterhage. Der hat erstmal frei. Nelson Viper können wir bringen für Hofmann. Können ja fünfmal wechseln. De Los Santos. Ja, Sano können wir bringen für Broschinski. Pfeiffer können wir auch rausnehmen. So. Konditionell das Schwächste, würde ich sagen, mit Wittek. Kommt Galesic rein. Ja, links haben wir jetzt erstmal kein per se. Ne? Ossi Tutu habe ich nicht mitgenommen. Und Beste, den lasse ich jetzt vorne. Ist er konditionell jetzt nicht wirklich fitter als Wittek selber, von daher passt schon. Ja, vielleicht nochmal gucken. Einwechsel haben wir noch. Ja, Seifuik ist eigentlich jetzt eh mehr auch aus Rotationsgründen drin. Ne? Also den lasse ich jetzt auch durchspielen. Der Los Santos bringe ich, glaube ich, einfach mal. Oder Daschner für. Ja, komm, Daschner für Beste. Haben wir ihn da. Also das ist auch was, was ich auf jeden Fall in der nächsten, im Laufe der Saison schon im Auge behalten muss. Belastungssteuerung. Weil wir haben eigentlich kein, ja, bis auf das Spiel jetzt vielleicht kein Spiel, wo wir echt sagen können, ja, da können wir mal Risiko gehen. Jawohl, Boah, du auch mit dem Doppelpack. Da können wir Risiko gehen und drauf wetten, dass wir da locker leicht gewinnen. Das werden alles sehr, sehr enge Duelle werden. Viper mit dem ersten Assist, auch sehr schön. Ja, hat doch wunderbar funktioniert. 9:1 gewonnen in der ersten Runde gegen, ja, Sportfreunde Lotte halt. Kann ich nicht oft genug erwähnen. Sollte man jetzt auch nicht zu hoch hängen, den Sieg. Aber ja, hätte auch anders enden können. Halt viel knapper mit mehr Problemen, dass man sagen kann, wirklich, das funktioniert von vorne bis hinten gar nicht. Insgesamt würde ich behaupten, dass die Formation und diese taktische Ausrichtung mit der Formation insgesamt doch ganz gut bisher funktioniert. Ja, erfreut. So, erste Runde ist durch und ich würde sagen, wir überfliegen mal die Ergebnisse insgesamt. Die ersten vom Freitag, das waren alles souveräne Geschichten. Ne? Also alles zu Null Siege auswärts. Hier etwas überraschend, sage ich mal, dass Stuttgart in die Verlängerung musste. Insgesamt Aue hat sich gut gewehrt gegen Köln. Gladbach sehr deutlich 7:1, Augsburg 6:0, Dortmund 5:0, wir selber ja 9:1. Schalke souverän durch Leverkusen, sehr knapp gegen Waldhof Mannheim. Mannheim, nicht Mannheim. Freiburg durch, oh, das ist ein bisschen überraschend auch. 3:4, Hertha BSC 5:0. Aber ich glaube bei Hertha, da können wir mal kurz genauer gucken, ich glaube das war aber auch. Da sind die Tore genau in der Nachspielzeit gefallen. 94. und 95. An und für sich dann nur alles so Richtung Ergebnis, Kosmetik selber. Ne? Bayern, Alzenau gegen FC Bayern 4:2. Dann am Sonntag haben wir hier auch wieder
Dorffestival Gießen gegen Darmstadt 3 zu 6. Wattenscheid gegen Kiel 2 zu 4. Also die Außenseiter haben sich gewehrt, sagen wir mal so. Also in den meisten Fällen. Oh, hier haben wir eine Überraschung. Wien Wiesbaden schaltet Werder Bremen aus. Also schmeißt Bremen raus mit 1 zu 0. Gewinnt das Heimspiel, aber Wolfsburg, der Absteiger, souverän. Leipzig 0 zu 1 nur gegen Braunschweig. Ja gut, ich sage ja also von den Ergebnissen selber teilweise überraschend, wie wenig Tore da gefallen sind. Also man hätte schon deutlichere Ergebnisse erwarten können, sage ich jetzt mal. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel Leipzig anschaut, amtierender deutscher Meister, da könnte man schon meinen, dass sie die an die Wand klatschen, jetzt übertrieben gesagt. Aber da ging es teilweise schon hoch her oder wild hin und her. Zum bestes Beispiel jetzt so ein 3 zu 6 oder ein 3 zu 4 zum Beispiel, ne? Aber insgesamt eine souveräne Aufgabe, auch hier in Nürnberg nach Verlängerung gerade so weitergekommen. Also, aber insgesamt kein großes Favoritensterben, nur der Absteiger Werder Bremen gegen Wiesbaden. Wo sind die? Ich glaube, die sind in der dritten Liga unterwegs. Also der Drittligist schmeißt den Zweitligisten raus. Und ansonsten aber eigentlich alle Favoriten weiter und keine allzu großen Überraschungen aus der ersten Liga. Alles klar, damit beende ich diesen ersten Part. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen und ja, bis bald.